So, mit vier Lizenzen sind alle seine LP auch weggebrannt. Aber nicht so bei Arsch. Nein, nein, bei Arsch ist alles anders. Kann ich auch hier oben anfangen. Auch schon so viel frei. Ja, machen wir hier weiter. Da dauert es bei euch lange, bis das obere Lizenzbrett komplett gefüllt ist. All die Techniken, die ich niemals genutzt habe. 1000 Stacheln ist genauso ein Scheiß. Das ist blinde Wut. Achso, man blind ist. Stimmt. Das ist trotzdem trottelig. Aber dafür haben wir hier unten noch gar nicht mal so viel frei. Na gut, dann mache ich erstmal das teure weg. Weil was weg ist, ist weg. 160, ei. Nur damit jetzt so ein bisschen Billigzeug kommt. Ja gut, der Samurai-Feld ist beinahe komplett gefüllt. Das ist doch toll, oder? Redders, danke, dass du mir den goldenen Handel verschwendest, wenn wir einen Weißmagier im Team haben. Du bist halt einfach der Beste. Ich möchte ihn ganz einfach rausschalten, aber... Naja. Ich sag dir jetzt nichts dazu. Na komm, nimm. Jawohl. Waren auch schön noch Level Up. 9.099 LP, MP, TP, komm, endlich. Wie viel hat er jetzt insgesamt? 9.6, 9.7? Na, ich speichere erstmal. Auf diesen überragenden Sieg in das Pandemonium. Und 9.6 grenzt zu 9.7. Na gut, gehen wir nach oben. Checken die ganze Sache mal. Okay, hier kommen wir jetzt mal ein bisschen schneller hoch. Hat auch was. Ah, nur für uns wird hier geöffnet. Oh, dafür sind wir aber auch schon schlagartig auf der 10. Etage gelandet. Das ist auch mal was. Also müssen wir doch nicht alle Korridore durchspielen. Wobei ich mich meine erinnert zu haben, dass das nicht viele von diesen Barbs sozusagen gab. So, den Himmel anstrebender, suche die keuchenden Gesichter. Die keuchenden Gesichter, deren Haupt grüne Flammen küren. Erlischt die grüne Flamme, wird das Feuer zu steinernen Quadern, die einen unsichtbaren Weg pflastern. Ich glaube, ich weiß, was es heißen soll. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass ich weiß, was es heißen soll. Aber erstmal ist doch irgendwas, oder? Nicht das, sondern irgendwas hier. Oh. Geil. Also, ich muss auf jeden Fall jetzt ein paar grüne Mistviecher töten. Das ist so die Kernaussage, die Spruchsage gewesen. Gibt es hier auch Narrenwände? Ja, gibt es. Sehr schön. Ein Dämonenschild. Enttäuscht mich nicht. Absorbiert dunkel. Also jetzt habe ich alle meine LP rausgehauen. Na egal. Das wird nicht lange dauern. Yes. Na egal, das ist. So, darf ich mich bitte hier runterstürzen? Obwohl, das wird glaube ich noch wichtig dann. Ich bin nicht mal ganz sicher.
Es ist doch alles schon etwas her. Das sind die Mist, die von dir geredet wurde. Wenn man die killt, dann bauen nämlich den Weg für einen dahin. 11. Etage. Dank des mal zwei Models kommen wir hier nicht so schnell voran. So, ich check mal, wie viel das Dämonen-Shit haben möchte. Genau genug. ...46 Reflex und Dunkel absorbieren. Das mit einem Schild. Das ist schon ziemlich heftig. Ah, hier. Der Kollege. Also spätestens jetzt muss man quasi kämpfen. Da gibt es keinen Weg mehr drumherum. Oh, das ist zwar noch ein Schatz. Komm zu mir. Ich brauche dich. Für 340 Gil. So, hier müssen wir 3 oder 4 von denen töten. Wie auch immer das passieren soll. Also nach oben kann ich auch noch. Oh ja. So heißen die also. Auch immer noch ihre Fleck haben. Ah. Ex-Portion. Und das ist alles nur Deko. Wie viel EP? Naja, um die 900. Einen Drachenhelm. Kann der krass werden? Der ist sogar krass. Nice. Na. Mehr Stärke. So, was erzählst du mir? Pfadfinder, der dem leuchtenden Grün das Leben aushaucht, ist die heiße Flamme ihrer Leben erloschen, während sie auch als Stein für immer und ewig. Das ist ziemlich traurig. Das ist wirklich ziemlich traurig. Aber ich glaube, dass ich den Drachenhelm doch lieber an Basch weiterreiche. Weil der mit der Stärke nicht mehr anfangen kann. Auch wenn es nur ein Punkt ist. Weil sein Schaden ist ja Fickschaden, waren es halt nicht. Hervorragend. Schön, wie es sich alles von mir aufbaut. Oh, das wird noch so eine arschlange Reise nach oben. Naja, meine Führungsfehler. Aber es gibt Brauchbares. Obwohl die Rüstung bisher auch ganz nice war. Na du. So, Pnelo auf easy Level up. Die hat mittlerweile auch schon 583 MP. Auch verdammt guter Wert eigentlich. Auch wenn es sich immer reicht. Ich nehme am liebsten immer noch die MP-Fähigkeit, wo wenn man Schaden einschickt, man die MP bekommt. Das war immer die, was am geilsten ist. Schaden austeilen und Schaden einstecken. Vielleicht Infinite MP. So, was wird das jetzt hier? Boah, Alter. Was ein arschgroßes Gebiet. Ob es echt genießen sollte, weil nachdem wir hier raus sind, kommt nur noch optionaler Grind. Und ich weiß noch nicht, was ich alles machen möchte. So, aber erstmal hier. Ungestümer Visionär, der Torheit sei dir verziehen, wenn du eins deinen Augen traust. Wenn du deine Seele von dem von dir Erblickten sein. Höre auf dein Herz und lasse Vorsicht folgen. Findest du nicht den wahren Weg, so wirst du nie zum Gespinst gelangen, dass dieser Welt eine zweite Sonne ist. Übersetzung, ich muss Wände eintreten. Genauso einfach ist das. Stufe 21. Naja, das geht doch ganz gut voran gerade. Wenn es die ganze Zeit so schnell vorangehen würde. Da ist zum Beispiel so eine Wand, ich sehe es schon. Braucht mir gar nichts erzählen.
klopp ein das Ding. Wo komme ich hin, wenn ich den normalen Weg gegangen wäre? Noch eine Narrenwand? Okay. Das ist ja auch lustig. So, ein Schapperon. Schön Magieabwehr. Auf Kosten der Konstitution. Ja, okay, so krass ist das Ding jetzt auch nicht. Die weiße Maske ist schon besser. Na gut, dann geht's jetzt weiter. Oh, durch drei von denen. Das trifft sich perfekt. Oh, tolles Ausfall. Da ist leider nichts gegen gewachsen. Okay, und dann hat es keinen Bock zu spawnen. Oder so. Also nochmal runter den ganzen Weg, hervorragend. Und einer muss doch jetzt nur noch irgendwo sein. Ich hasse es, was passiert. Hier, der ist wieder da. Ach, hier ist auch so eine Wand. Pagil. Ah, knapp daneben. Jetzt aber. Boah, das Timing. Ich bin ein Gott. Schon im zweiten Versuch. Wer weiß ja noch irgendwas. Jetzt auch noch gerade. Hä? War gerade noch irgendwas, oder? Achso. Na, Heilpauschen. Naja. Wenn es das Spiel glücklich macht, wenn ich sowas einsammle. Ein bisschen Lektor wird mir schon besser gefallen. Gott. Bin ich müde. So, es geht weiter. Ebene 25. Läuft. Und ich sehe schon, hier muss ich auch mal wieder zurückgehen. Oder muss ich das? Na los, komm her. Jetzt Distanz im Griff, wäre so nice. Aber naja. So, von den Grünen lässt sich ja gerade keiner mehr sehen. Aber ich hätte ganz gerne auch den Schatz, der drüben ist. Warte mal, ich tu mal kurz das Gebiet wechseln. Damit müssten die eigentlich respawnen. Zumindest ein Teil. Vielleicht klappt ja, wenn ich das zweimal so mache. So. Es geht nochmal runter. Der Drache ist nicht wieder da. Ja, die Kollegen sind es auch nicht. Es ist ein Witz, ne? Als ob ich jetzt die ganze Zeit jetzt hin und her laufen müsste. Nur um den einen da zu töten. Nee. Der ist auch nicht mehr da. Tja, gut, dann lässt sich das jetzt wohl nicht ändern. Ich gehe nach oben weiter. Alles, was ich hier finde, ist eh nur für jetzt nützlich und nicht für später. Alter, bin ich müde. Das kannst du doch keinem antun. Boah, ich dann nach unten gucke. Ich weiß, der Schmerz, der mich noch erwarten wird. Naja, aber viel mehr ist das passiert. Das ist auch nicht, ne? Und da gibt es jetzt keinen anderen Weg drüber, oder? Naja, ich müsste vielleicht mit den Marmorviecher mal spawnen, aber wenn die jetzt nicht spawnen, dann ist es halt so.
Vielleicht beim nächsten Mal. Ach, guck mal, wir haben auch ein paar davon. Ich baue ich damit noch gleich die Treppe unten weiter. Weil sie den Gang halt. Das müsste man dann noch mal kurz überwachen. Wenn man nur wüsste, wohin. Oh, eine Narrenwand, oder? Mehr Obvious ging nicht. Kraftreif. Davon ist schon Obvious 2 oder 3. Hab ich. Wundervoll. Okay, eine weitere Abkürzung für später. Hier drüben geht's noch weiter. Oh, ein rotes Portal. Wo ich reinkomme. Okay. Das ist ein bisschen seltsam. Extra ein Portal für den hier. Was gibt's hier? Besucher ohne Schwingen, der zu verdammt ist, auf Erden zu wandeln, mit doppelten Gesichtern warten sie auf und sind gespalten in sein. Erlöschen die roten Flammen in im steinernen Weg, doch der Weg der grünen Flammen wird so verschlungen. What? Also, weil ich rote Viecher töte, verschwinden die grünen? Was ist das? Anders könnte ich mir das nicht erklären. Ich check mal das Gebiet hier unten, ob ich jetzt durchkomme. Ich möchte noch dieses extra Item haben. Ne, hier tut sich gar nichts. Ja gut, dann ist es jetzt halt so. Da drüben wird schon kein Doxalanze oder irgendwas drin sein. Das wäre schon ziemlich lustig, aber... naja. Gut, gut. Mach mal weiter. Ich habe gerade gegähnt. Ach, da oben ist so ein rotes Vieh. Okay, da hat keinen Bock. Beiseite. So, das Tor wird mich schon sehr bald hinrichten. Ich mache die Roten aber trotzdem platt, was soll's. Geht doch. War ich ganz gediegen, Stufe 50. Der Mann kann es gebrauchen. Ist Bruder will eigentlich ein Stärke-Ding? Nee, leider nicht. Na gut. Ein Reif. Jetzt noch im Spiel ein Reif. Falls man den noch brauchen kann, ne? Weiß man ja nicht. So, darf ich einmal effektiv im Kreis laufen? Ah, fast. Knapp verfehlt. Ist auch neben. So, Marmorblock. Kann man mir noch teuer verticken. Nach dahin gehen also schon Sinn. Oh, noch roter. Nur für den Fall. Ach so, wenn ich einen roten kille. Aha, okay. Das ist dann also gemeint. Na gut, dann mach ich es lieber nur auf Duin hier kaputt. Schon wenn er vom Regen grün ist, ist wieder da. Okay, das müssen dann auch locker reichen. Gut so. Ja, also Grüne haben wir genug. Daran soll es nicht wirklich nur scheitern. Okay.
Okay, noch ein Grüner mehr. Ist auch noch ein Grüner mehr. Nicht ganz. So, mit dem Eis, da kann er mich mal. Das sollte wirklich reichen.